Das hier ist das kleinste Loch im Block in ganz Minecraft. Ein trauriger Villager lässt allerdings keine Leute rein, denn es muss eine Aufgabe erledigt werden. Warum der Villager traurig ist und wie man in das kleinste Loch reinkommt, erfahrt ihr in diesem Video. Und da sind wir auch schon in der Welt von Minecraft zurück und ihr seht schon, da ist anscheinend der weinende Villager. Da ist ein Schild, aber da gehen wir gleich drauf ein, denn ihr müsst jetzt auf jeden Fall nochmal schnell einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr auf jeden Fall auch diese Shader-Mod so feiert. Ihr seht, wir haben hier die Sonne, wir haben hier so schöne Schattierungen. Lasst ein Like da, dann spiele ich auch öfters mit dieser Shader-Mod. Dann sehe ich das nämlich auch. Und ich würde sagen, da ist es also wirklich. Schaut euch das mal an. Das ist einfach mal das kleinste Loch in ganz Minecraft. Und das soll anscheinend zu einem ganz besonderen Ort hinführen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir natürlich im heutigen Video erfahren. Nur das Problem ist, wir kommen da nicht rein, denn egal wie ich dagegen schlage, das ist verschlossen. Das ist ein Elektrozaun und dieser Elektrozaun, da kann man leider nicht durch. Und es wird anscheinend bewacht von diesem Villager und irgendwas wird hier gesucht. Mini-Villager werden gesucht und der Villager ist auch am Weinen. Okay, ich glaube, ich frage den einfach mal, was das Ganze hier auf sich hat. Villager, ich möchte unbedingt hier herein in dieses Mini-Loch. Bitte lass mich doch einfach durch. Ich möchte einfach nur wissen, was dahinter steckt. Du möchtest also wissen, was dahinter steckt? Ja, aber ich lasse hier keine mehr rein. So lange, bis die Mini-Villager wieder aufgetaucht sind. Die Mini-Villager? Wer soll das denn sein? Das sind wahrscheinlich die Villager, die dort in diesem kleinen Loch leben? Oder was soll das genau sein? Und warum weinst du denn? Ich weine, weil die Mini-Villager verschwunden sind. Sie leben im kleinsten Loch im Block in ganz Minecraft. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe gehört, einer davon soll sich anscheinend im Gras verstecken. Aber es sind mehrere, die fehlen. Es fehlen 7 Mini-Villager. Okay, dann haben wir jetzt einen Deal. Ich besorge dir die Mini-Villager und dafür lässt du mich allerdings in das kleinste Loch herein. Ist das ein Deal? Also, wie viele sind das denn? Also, wie viele Mini-Villager muss ich denn finden? Insgesamt sind es 7 Mini-Villager. Wenn du schaffst, alle zu finden, lasse ich dich herein. Du musst dir die Kapseln aus der Kiste nehmen und alle einfangen. Aber sie sind gut versteckt. Es ist nicht einfach, sie zu finden. Ach, kein Problem. Ich bin doch Profi. Und mit der Hilfe von meinen Zuschauern, also mit euch, schaffe ich das mit Links. Also Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn wir das schaffen. Und ihr seht, wir haben hier diese Kapseln bekommen. Okay, also wir müssen jetzt quasi 7 Mini-Villager einsammeln. Und irgendwas von Gras hat er ja schon erzählt. Das heißt, wir müssen ganz genau hinschauen. Und schaut euch das mal an. Da ist der erste Mini-Villager. Ah, okay, so sehen sie also aus. Ich schlag mal kurz das Ganze hier weg. Und der lacht sich einfach nur kaputt. Ist das ein Ernst? Der Mini-Villager, alter Schwede. Okay, also Nummer 1 hätten wir dann schon mal gefunden. Einer von 7. Okay, also einer von 7 Mini-Villagern haben wir schon gefunden. Und jetzt ist die Frage, wo finden wir die weiteren? Ich kann mir halt gut vorstellen, dass die sich an so richtig unauffälligen Orten versucht haben zu verstecken. Das ist doch nicht unauffällig. Der ist einfach mal auf der Glocke drauf. Schaut euch das mal an. Da ist er wieder, der Mini-Villager. Und er lacht sich auch da kaputt. Aber, Kollege, dich sammeln wir auch ein. Ach, Manno, lass mich doch in Ruhe. Da will man einmal seine Ruhe haben und dann kommt sofort so ein Gigant und sammelt uns ein. Ja, und jetzt mit Recht. So, zack, da haben wir den nächsten Mini-Villager eingefangen. Und da machen wir uns mal auf die Suche nach den weiteren, denn anscheinend sind die wohl gar nicht so einfach versteckt. Boah, ich hoffe nicht, dass die sich irgendwie so ein Weizenfeld oder so verschanzt haben. Das wäre ja mal super eklig. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas finden im Weizenfeld, aber das wäre ja mal super unfair. Boah, dann suche ich ja noch bis übermorgen, wenn sich wirklich hier jemand irgendwie versteckt hat. Also im Weizenfeld habe ich jetzt nichts gesehen. Wir gucken aber nochmal hier bei den Karotten nach, ob hier nicht irgendwas steckt. Sieht aber jetzt auf dem ersten Blick nicht so aus, als würde hier irgendein Mini-Villager sein. Wobei, warte mal ganz kurz, wenn ich mich jetzt nicht versehen habe. Ja, da ist einer. Schaut euch mal an, sogar im Karottenfeld verstecken die sich. Wie unverschämt ist das denn? Der kleine Schlawiner. Aber kein Problem, komm zu Papa. Zack, und da haben wir schon den dritten gefunden. Okay, kein Problem. Wir haben jetzt 3 von 7 schon gefunden. Schauen wir mal nach, ob wir hier vielleicht in der Scheune irgendeinen Mini-Villager finden können. Also ich muss sagen, die haben sich wirklich kranke Verstecke überlegt. Das steht auf jeden Fall fest. So, und wir sehen... Hä? Eine
Kiste? Okay. Das ist aber keine normale Kiste. Moment mal ganz kurz. Was ist das denn? Die Kiste hat eine... Hat ein Fenster und eine Tür? Och, du Heilige, schaut euch das mal an. Da hat sich einfach mal ein Mini-Villager in so einer Kiste verschanzt. Ich werd verrückt, Freunde. Das hat er nicht gemacht. Leute, diese Mini-Villager, die sind wirklich raffiniert. Schaut euch das mal an. Wie der einfach neben meinem Kopf hier noch sich kaputt lacht. Aber kein Problem. Dich kriegen wir auch. Und zack, da haben wir ihn, Leute. Und 4 von 7 sind eingesammelt. Also wir sind auf einem guten Weg. Mehr als die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Und jetzt müssen wir das Dorf auf jeden Fall auch nochmal hier genauer unter die Lupe nehmen. Denn ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sich irgendwo hier in diesem Weizenfeld ein Mini-Villager auch versteckt. Das Problem ist nur, dass dieses Weizenfeld so unfassbar groß ist. Deswegen, ich baue jetzt einfach mal hier ein bisschen ab, in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Wobei, ich habe eigentlich auch eine Idee. Wir könnten eigentlich auch mit einem Wassereimer arbeiten. Weil mit so einem Wassereimer wird es ja auch deutlich einfacher gehen, alles hier wegzumachen. Ich baue einfach mal ganz kurz hier alles ab, Freunde. Ist ja jetzt nicht mehr so viel Arbeit. Aber ich sehe jetzt hier eigentlich auf dem ersten Blick gar nichts. Ah, ich nehme alles zurück. Man hat sie jetzt nicht gesehen, aber da ist tatsächlich einer im Weizenfeld gewesen. Guckt euch das mal an. Was ein kleiner Schlawiner versucht sich hier irgendwie im Weizenfeld zu verstecken. Aber nicht mit uns, denn du bist Nummer 5, Kollege. Und zack, da haben wir ihn noch eingesammelt. Fehlen also nur noch 2. Okay, wo könnten die letzten 2 jetzt sein? Das ist die Frage, die jetzt hier wichtig ist. Ich kann mir gut vorstellen, an irgendwelchen unauffälligen Orten. Hier in solchen, ja, hier drin glaube ich eher weniger, dass die drin sind. Also in solchen Beeren. Weil man bekommt ja Schaden, wenn man in diese Beeren reingeht. Deswegen glaube ich nicht, dass die sich in Beeren verstecken. Es wäre ja schon super krank, wenn die freiwillig Schaden bekommen. Also das meine ich halt. Zack, ihr seht, ich bekomme sofort Schaden. Also das glaube ich eher weniger. Auf 9! Wer ist er denn? Das war ja mal überhaupt kein gutes Versteck. Das hätte der sich 2-mal überlegen sollen. Aber irgendwie kann ich den gar nicht mitnehmen. Das ist ein Fake-Mini-Villager. Ich kann ihn gar nicht mitnehmen. Ach Gott, das war ja schon wieder zu einfach, um wahr zu sein, ne? Das war ja mal wieder klar. Wie sieht's da aus? Im Kessel bestimmt, oder? Wir gucken mal nach, oder hier unten? Ne, unten glaube ich nicht, aber... Nein, im Kessel ist einer! Freunde! Was ist denn los mit diesen Mini-Villagern? Der hat sich einfach mal hier im Kessel versteckt. Ey, da hätte man ja niemals drauf kommen können. Oh mein Gott. Okay, einer fehlt noch, Freunde. Ein einziger fehlt noch. Wo kann der sein? Wo kann sich dieser Mini-Villager drauf verstecken? Wir müssen alles anschauen. Irgendwelche Laternen vielleicht. Irgendwelche... Auf Dächern könnte auch einer sein. Das wäre ja mal eklig. Das wäre ja richtig eklig. Schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Vielleicht am Baum irgendwo hier. Oder... Oh, oh mein Gott, er hat sich einfach mal hier auf der Laterne verschanzt. Okay, aber kein Problem für uns. Wir sehen, da ist er oben drauf. Kann ich ihn noch runterfallen lassen als Strafe? Ja, wir sehen, da ist er. Da ist er. Jetzt ist er auf dieser Kette drauf. So, hauen wir ihn kaputt damit. Upsala. Zack. Okay, aber Freunde, das ist er. Der 7. Mini-Villager wurde gefunden. Und das heißt, wir sind auf jeden Fall jetzt fertig. Können die Mini-Villager dem großen Villager bringen und er müsste uns jetzt reinlassen in dieses Loch hier vorne und da bin ich ja mal gespannt. So, Kollege, du brauchst nicht mehr weinen. Ich habe doch schon alle Mini-Villager gefunden. Du hast was? Alle Mini-Villager gefunden? Wie hast du das denn hinbekommen? Das will ich sehen. Pack sie erstmal in die Kiste rein. Ja, kein Problem. Machen wir doch. So, dann einmal alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der 7. ist in der Kiste drin. Also so, wie wir es vereinbart haben. Wow, damit hätte ich nie gerechnet, dass du das hinbekommst. Oh, weißt du was? Ja, gut, dann jetzt, wo alle Mini-Villager wieder da sind, lasse ich dich in das kleine Mini-Loch rein. Na, immer gerne, der Herr. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was sich hier in diesem Mini-Loch befindet, Freunde. Denn ich habe echt hohe Erwartungen, was dort drin sein muss. Und ich sehe schon, um hier überhaupt erst hereinzukommen, weil man sieht hier wirklich nicht viel, was da drin sein kann. Man sieht auf jeden Fall, eine Leiter geht dort herunter, aber so wirklich was drin sehen kann man jetzt nicht. Und anscheinend müssen wir diese Schrumpfmaschine
benutzen. Das hier ist nämlich eine Schrumpfmaschine und wir müssen uns, glaube ich, wirklich nur reinstellen und dann soll das Ganze funktionieren. Deswegen, Leute, wie gesagt, gerne nochmal einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch diese coolen Abenteuer gefallen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und was wird passieren? Und es hat funktioniert, schaut euch das an. Wir sind wirklich geschrumpft. Wir sind ein Mini geworden und wir sind jetzt in der Lage, auch hier in dieses Loch reinzuspringen. Denn gerade waren wir auf jeden Fall zu groß und jetzt passen wir hier perfekt rein. Ich kann mir gerade nur noch nicht beantworten, wohin dieses Loch uns führen soll. Aber okay, da bin ich mal sehr gespannt drauf. So, dann springen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Oh mein Gott, das ist aber echt tief. Ich habe ein bisschen Angst, dort hereinzuspringen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Oder kann ich mich hier vielleicht so vorarbeiten? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh nee, ich bin, glaube ich, viel zu groß. Egal, wir springen einfach rein, Leute. Wünscht mir auf jeden Fall Glück. Genau in 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, wo falle ich denn hin? Ein Villager-Dorf. Wow! Oh, wo bin ich gelandet, Freunde? Alter, ist das ein Mini-Villager-Dorf hier umgeben von einem echten Villager-Dorf? Schaut euch das mal an, das ist doch ein normales Villager-Dorf. Und hier gibt es noch ein Mini-Villager-Dorf. Und hier leben anscheinend die Mini-Villager. Oh mein Gott, wo sind wir denn gelandet? Alter, aber schaut euch das an. Diese Mini-Villager, die leben anscheinend hier. Ich erkenne auch alles wieder. Das hier ist dieser Brunnen hier. Hier kann man sich Wasser holen. Hier vorne, das müsste der Schmied sein. Das sind die Villager-Häuser. Aber irgendwie scheinen die ganzen Villager so ein bisschen nervös zu schauen. Ich meine, schaut euch sie mal an. Ich habe jetzt bis jetzt keinen gesehen, der nicht schockiert schaut. Der schaut schockiert, der schaut schockiert. Und das Verrückteste an der ganzen Sache ist, wir haben hier anscheinend ein normales Villager-Dorf außenrum. Also das hier ist wirklich alles komplett normal. Hier normale Villager-Häuser. Da hinten normale Villager-Häuser. Das heißt, dieses Mini-Villager-Dorf ist im normalen Villager-Dorf. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn. Okay, Freunde, aber ich verstehe nicht, warum sind die denn so schockiert? Ich frage mal nach, was hat das Ganze auf sich? Mini-Villager, was ist denn los? Warum schaust du denn so schockiert? Oh, ich habe gehört, dass anscheinend das Portal hierhin wieder freigemacht wurde. Und das heißt, der böse Giganten-Villager wird hier alles zerstören. Unsere Häuser, alles, was wir haben. Oh Gott, Freunde, ich glaube, das war keine gute Idee. Anscheinend hatte das einen Grund, warum man dort nicht mehr rein konnte. Und es gibt wohl einen bösen Villager, der hier regelmäßig die Sachen wohl kaputt macht. Oh Gott, Leute, jetzt habe ich aber ein echt schlechtes Gewissen. Ich verstecke mich mal ganz kurz hier beim Schmied, würde ich sagen. Nicht, dass hier irgendwie jemand kommt. Oh Gott, Freunde, ich sehe schon da vorne. Schaut euch das mal an. Wer ist er denn? Und vor allem, was hat er denn vor? Kommt her zu Papa. Wo seid ihr, liebe Villager? Ich hab Hunger. Oh, dass der Plan geklappt hat, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich hab so lange darauf gewartet, endlich diese Mini-Villager aufzuessen. Und jetzt ist der Moment gekommen. Also kommt gefälligst raus. Wo seid ihr, ihr Mini-Villager? Wenn ich euch in die Finger kriege. Na, kommt her, kommt her. Oh Gott, Freunde, ich bin kein Profi, aber ich glaube, was ich gemacht habe, war gar keine gute Idee. Ich glaube, dieser Villager, der da vor diesem Zaun stand, ist ein absoluter Psycho. Und das hat man jetzt gerade schon gesehen. Ihr könnt euch nicht verstecken. Wo seid ihr? Ich werde euch alle einfangen, alle nacheinander. So, du kannst hier mitkommen, du kannst mitkommen. Und du kannst hier auch mitkommen. Oh ja, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Das ist ja einfach als gedacht. Mann, hat dieser Pet mir das Ganze hier einfach gemacht. Und dieses Mini-Villager-Dorf, na, das werde ich jetzt gleich mal beseitigen. Oh, wo habe ich denn meinen Lava-Eimer? Ach, da ist er ja. So, dann machen wir das Ganze jetzt hier mal zu Ende. So, hier ein bisschen Lava, da ein bisschen Lava. Oh, dieses arme Villager-Dorf. Also, falls ich hier irgendjemand übersehe, kein Problem. Der wird so oder so sterben. So, ich denke, ich habe meine Arbeit getan. Ich kann mich verziehen. Und nichts wie weg hier. Wuhu! Freunde, ich bin umzingelt von Lava. Ich kann hier nichts mehr machen. Schaut euch das an. Dieser Villager hat hier wirklich alles kaputt gemacht im Villager-Dorf. Ich glaube es nicht. Freunde, wenn ich hier irgendwie wegkommen soll, lasst doch mal schnell ein Like da, abonniert den Kanal. Dann werde ich mir einen Fluchtplan überlegen. Da. Und da sind wir auch schon wieder zurück im Villager-Dorf, Freunde. Und ich habe schon gesehen, hier vorne wurde so ein Taxistand eröffnet. Ich weiß nicht so ganz, was das hier auf sich hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht ganz normal aussieht. Denn ich meine, schaut euch einfach mal diesen komischen Taxistand an. Ich weiß ja nicht, ob Blut an einem Taxi
so normal sein kann. Und ich möchte herausfinden, was haben diese Taxis auf sich? Das möchte ich jetzt von den Villagern erfahren, denn wir sehen, einige scheinen sauer zu sein. Der andere hat schon so ein bisschen erschrocken geschaut. Und wenn ich mir das hier mal so anschaue, dann sehen wir, stehen die Taxis schon etwas länger. Können anscheinend hier auch reingehen und auch sogar ein bisschen im Interior hier drum spielen. Und wir sehen auch, oben steht wirklich Taxi drauf. Also es muss anscheinend ein Taxi sein. Aber wohin führt dieses Taxi? Und warum fährt da denn keiner? Ich meine, da ist ja keiner drin. Irgendjemand muss das doch eigentlich fahren. Wir fragen mal nach. Ich frag mal vielleicht erstmal diesen sauren Villager, was das Ganze auf sich hat. Ey, Villager, warum bist du so sauer und stehst hier am Taxistand, Schlange? Du willst wirklich wissen, warum ich sauer bin? Dieser Taxityp hat meinen Villager-Kollegen hier entführt. Er hat ihn irgendwo hingebracht und ich habe keine Ahnung, wohin. Das heißt also, das sind gar keine richtigen Taxis hier vorne? Die dienen einfach nur als Entführungsmittel, oder was? Ganz genau, das hast du richtig gehört. Nicht nur meine Freunde wurden entführt, sondern auch die von den anderen Villagern. Okay, aber gibt er das auch nicht zu, der Taxistandbetreiber, oder was ist da genau los? Nö, er sagt, die Taxis fahren ja gar nicht mehr. Er hat keine Ahnung, er stellt sich auf doof. Die einzige Möglichkeit ist wahrscheinlich, ihn irgendwie zu bestechen. Aber wir haben kein Geld mehr. Pat, bitte hilf uns. Ich verstehe, okay. Also scheint es hier wirklich nur eine Möglichkeit zu geben. Ah, da stapelt er also schon das Geld von den Villagern. Ich verstehe. Okay, also wir sehen wirklich diese Taxis, die stehen einfach mal still. Die Frage ist jetzt nur, kriege ich das irgendwie hin, diese Villager dort zu finden? Weil ich muss ja irgendwie eine Taxifahrt hier antreten in diesem Taxi. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr mir Geld spenden würdet, um diese Villager zu retten. Dann sehe ich auf jeden Fall auch, ein Like ist heute 1 Euro. Mal gucken, wie viel ihr mehr spenden würdet. Okay, aber Freunde, wir müssen uns eine andere Möglichkeit suchen. Ich glaube nämlich, in der Bank soll es noch eine geheime Kiste geben. Vielleicht können wir uns da ein wenig bedienen. Ich gehe mal rein. Jetzt, wo die Bank ja hier auch wieder komplett normal ist, wir haben diese Bank ja mal überfallen, sieht das hier auch alles recht normal aus. Ich meine, Security ist noch da, kein Problem. Und ich muss jetzt überlegen, wo diese Kiste genau war. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Aber ich glaube, sie versteckte sich wirklich unter einem Teppich, wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir uns mal um, würde ich sagen. Ich glaube, hier drunter vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich finde hier leider kein Geld mehr. Das ist echt ärgerlich. Hier vielleicht, da ist es! Aber warte mal, das ist eine Passwortkiste. Wie sollen wir da dran denn kommen, Freunde? Och Gott. Ich rede nochmal mit den Villagern. Vielleicht hat irgendein Villager davon einen Plan, wie dieser Code sein kann. Ich frag mal nach. Ey, Villager, habt ihr vielleicht irgendeine Idee, was der geheime Code sein kann von der Kiste? Ich will unbedingt eure Kollegen, eure Villager-Kollegen wieder nach Hause holen. Oh ja, da fragst du genau die Richtigen. Der war irgendwas mit 1, 3, 5 und noch was. Ich weiß aber nicht mehr genau. Es war noch irgendwas. Eine Zahl fehlt noch, da musst du noch ein bisschen ausprobieren. Aber Pat, bitte, bring uns unsere Villager-Kollegen nach Hause. Das war doch schon mal ein guter Hinweis. Danke euch, Jungs, ihr seid die Besten. Okay, dann würde ich sagen, ich probiere das nochmal aus. 1, 3, 5. Ist doch immer so ein Zweierabstand, ne? Es müsste doch wahrscheinlich dann eine 7 sein. 1, 3, 5. Ah, nee, hä? Moment mal ganz kurz. 1, 3, 5, 7. Es geht! Leute, wir haben es gefunden. Ganz viel Geld und noch eine Waffe. Ja, es wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, uns ein bisschen vorzubereiten. So, ich werde jetzt mal versuchen, mit dem Villager ein Gespräch zu suchen. Allerdings hier von hinten, weil ich glaube, der lässt sich nicht von den ganzen Leuten bestechen. So, ich versuche mal hier ein Loch reinzugraben und werde mal versuchen, ihn so ein bisschen zu bestechen. So, da ist er ja. Ey, Villager, ich weiß ganz genau, du willst keine bösen Villager mitnehmen in einem Taxi. Ich kann das voll verstehen. Ich habe auch was gegen diese Villager. Ich mag die alle gar nicht, aber ich würde gerne mal so eine Taxifahrt antreten. Ich habe gehört, du bist ein guter Taxifahrer. Kannst du mich mal mitnehmen? Ob ich dich mal mitnehmen kann? Ich weiß es nicht. Was hast du denn zu bieten? Ich habe ganz viel Bargeld am Start. Also das ganze Bargeld, das könnte dir auf jeden Fall gehören, wenn du möchtest. Hey, bist du verrückt? Die anderen hätten das fast gesehen. Ja, Bargeld. Geld ist immer gut. Lass uns das so machen. Ich hol dich heute in der Nacht ab und dann machen wir die Geldübergabe. Ich bring dich zum geheimen Ort mit meinem Villager-Taxi. Aber davon darf keiner erfahren. Sollte ich mitbekommen, dass du das jemandem erzählst, wird das sehr
böse für dich enden. Ja, ist okay, ist okay. Dann machen wir das so. Also dann holst du mich nachher ab. Geld habe ich am Start. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später, Villager. Okay, also ich habe es anscheinend hinbekommen, dass der mich irgendwie in diesem Taxi mitnimmt, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das heißt, ich werde jetzt nur noch zusehen, dass ich mich irgendwie hier equippe. Weil ihr seht wahrscheinlich, ich habe nichts. Ich habe keine Diamantrüstung, keine Eisenrüstung, gar nichts. Ich meine, Lederrüstung habe ich. Und ich würde sagen, ich glaube, die Villager haben doch damals was in diesen Brunnen reingeworfen. Ich muss mal nachschauen. Hab ja damals mal die Villager ein bisschen getrollt. Und ich habe die Hoffnung, dass die hier noch ein bisschen was an Ausrüstung runtergeworfen haben. Das wäre auf jeden Fall perfekt. Wir gucken mal ganz kurz nach, ob wir hier noch was finden. Das war, glaube ich, im Video, wo ich Villager geprankt habe oder geärgert habe. Ich weiß es nicht mehr. So, Freunde, wir gucken mal nach. Und wir sehen, Emeralds haben wir hier drin. Wir haben hier einmal einen Emerald-Brustpanzer, eine Emeralds-Hose und Schwert. Wir haben hier Emerald-Stiefel, Goldäpfel und wir haben hier nochmal Goldäpfel am Start. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einfach eine ganze Emeralds Rüstung am Start. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, meiner Meinung nach, aber kein Problem. Diese Rüstung werde ich aber nicht anziehen vor diesem komischen Horror-Villager, wenn er mich mit dem Taxi abholt, weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wenn er sieht, dass ich mich darauf vorbereite, dass der, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut gelaunt sein wird. So, ich würde sagen, ich lege mich dann jetzt mal schlafen und werde dann mal warten, bis der Villager mich abholt. So, hier vorne müsste es doch irgendwo sein. Ah, einmal hier hoch. So, zack. Und schön hier. Ach ja, ich glaube, das ist richtig hier. So, okay, Freunde, das müsste es hier sein. Wenn ich gleich mein Geld habe, da freue ich mich besonders drauf. Aber ich würde sagen, erstmal so tun, als wäre nichts los. Als wären wir ein ganz normaler Taxifahrer. Er soll ja nicht wissen, wohin es geht. Wo bleibt er denn? Wo ist er? Oh Gott, Leute, ich glaube, ich habe da irgendwas gehört. Kann das vielleicht sein, dass er schon da ist oder so? Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz nach. Das ist ein Taxi. Und da steht er, glaube ich, Freunde. Ich glaube, der ist wirklich da. Hört mal, ich würde sagen, ich gehe mal raus und wir reden mal mit dem. Doch, der hat sich wirklich dran gehalten. Schaut euch das an. Und Sie sehen auch sofort dieses Blut hier am Auto, Freunde. Sofort Blut am Auto. Da ist irgendwas faul. Aber ich würde einfach sagen, ich stelle mal jetzt zur Rede. So. Lieber Villager, wobei, lieb ist er nicht. Du bringst uns also jetzt wirklich dorthin, dort, wo wir ausgemacht haben, oder was? Na, was denkst du denn? Denkst du, ich bin hier aufgestanden, um einen Kaffee mit dir zu trinken? So, aber jetzt erstmal, Kollege, wo sind die Moneten? Moneten her! Bevor ich mein Geld nicht habe, werde ich dich auf keinen Fall mitnehmen. Ja, ist ja gut. Entspann dich, Kollege. Entspann dich. So, einmal hier. Hier hast du ja deine ganzen Moneten. So, hier alles Geld wie ausgemacht. Nicht weniger und nicht mehr. Und jetzt kannst du mich ja mitnehmen, oder? Hatten wir nicht sogar ein bisschen mehr ausgemacht? Aber weißt du was? Ist schon okay. Ist schon okay. Geh einfach mal auf die Beifahrerseite, setz dich ins Auto rein und ich führe dich schon zu dem Ort, wo wir hinfahren. Okay, mache ich so, mache ich so. So, dann würde ich sagen, einmal hier hereinspaziert in das Taxi rein. So, die Tür öffnet sich anscheinend auch. So, ich setze mich hier einmal herein. So, der Villager, der schaut irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, Leute, ich kann dem irgendwie nicht so ganz vertrauen, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der irgendwas im Schilde hat. Ich meine, was macht der denn jetzt schon wieder? Der guckt sich irgendwie so ganz komisch das Auto an. Ich weiß nicht, was der vorhat, aber ist auch egal. So, kann der jetzt hier mal einsteigen oder? Oh, okay, er steigt ein, Leute, er steigt ein. So, dann würde ich sagen, oh, startet den Wagen, ich starte den Wagen. So, und es geht los, Leute, es geht los. So, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Also ich muss dir sagen, ich habe keine Ahnung, wo der uns jetzt hier hinführt, aber wir haben ja auch gar keine andere Option, als ihn jetzt einfach mal zu folgen. Oh Gott, Freunde, ich weiß gar nicht, wohin es geht. Oh, lol, es sind ganz viele Villager jetzt. Jetzt dreht er wieder? Oh, Leute, ich habe ein bisschen Angst, egal. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal darauf ein. Oh, Leute, ich habe ganz kurz die Augen zugemacht und auf einmal ist hier einfach so ein richtig lauter Knall gewesen und irgendwas qualmt hier sogar vor mir. Wir sehen, der Villager ist geflüchtet und wir sehen auch schon wieder Blutspuren um uns herum. Und was ist denn hier mit dem Auto passiert? Okay, okay, hier ist irgendwas ganz, ganz, ganz komisch, Freunde. Schaut euch das mal an. Der Motor scheint, da ist gar kein Motor mehr drin.
Der ist wohl gegen den Baum gefahren, dieser Villager, als ich kurz am Schlafen war. Und der hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Der Wagen hat nicht mal Reifen, sehe ich gerade. Schaut euch das mal an, der Reifen ist weg. Der hat alles genommen, der hat das ganze Geld weggenommen. Hier ist nichts mehr im Kofferraum. Leute, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier irgendwo in so einem Villager-Dorf? Oh Gott, ey, egal. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weg, weil das Auto ist qualmt so krass. Nicht, dass das hier gleich noch irgendwie in die Luft geht. Aber irgendwie habe ich so ein ganz, ganz komisches Gefühl hierbei. Okay, ich muss mich einmal ganz kurz hier ausrüsten. So, ich bin jetzt auf jeden Fall ausgerüstet. Und ich habe ja im Inventar noch andere Sachen. Ich habe mir extra Waffen mitgenommen. Und Goldäpfel, okay, Freunde. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal vorsichtig in dieses Villager-Dorf herein. Denn ich ahne echt nichts Gutes. Ich glaube, wir wurden hier wirklich zu so einem Horror-Villager-Dorf hingebracht. So, das werden wir jetzt allerdings erst sehen. Wir haben ja wirklich versprochen, dass wir diese... Oh mein Gott, was ist denn das hier? Dass wir diese Villager auch wieder nach Hause bringen. Oh Gott, ich habe schon gesehen, ich habe ja irgendwas gehört. Okay, hier sind auf jeden Fall einige Mobs am Start. Einige Mobs greifen mich hier schon an, Freunde. Aber kein Problem, kein Problem. So, den können wir auf jeden Fall in nicht 0, nichts besiegen. So, jetzt heißt es erstmal noch mal am besten so einen Goldapfel hier zu essen. Und wir sehen, dieses Villager-Dorf ist wirklich der Wahnsinn. Der Villager hat uns einfach mal mit diesem Taxi einfach mal wirklich zu so einem Horror-Villager-Dorf gebracht. Wir sehen, hier sieht gar nichts mehr normal aus. Und was ist denn das? Das ist Entity 303. Oh mein Gott, Entity 303 ist da hinten. Okay, Leute, den müssen wir auf jeden Fall töten. Den müssen wir auf jeden Fall töten. Der ist bestimmt richtig stark. So, nimm das. Oh, lol. Okay, auf jeden Fall. Ich sperre ihn sonst einfach weg. Wer ist er denn? Das war doch Herobrine. Herobrine. Wir haben hier sogar Herobrine. Oh mein Gott. Hey. Was ist denn hier los? Dieses Villager ist ja gar nicht normal, Freunde. Gar nicht normal, okay. Okay, wir wurden wirklich ausgesetzt. Das war alles Plan von diesem gruseligen Villager. Aber wir haben immer noch eine Mission. Oh Gott. Was ist denn hier los? Überall sind einfach mal hier Herobrines, die versuchen irgendwie gegen uns anzukommen. Aber ihr habt keine Chance. Diese Herobrines, Leute, werden wir auf jeden Fall beseitigen. So, weg mit denen. Entity 303. Alle kommen jetzt einfach mal zusammen. Was ist denn hier alles los in diesem Villager-Dorf? Okay, Freunde. Wir haben hier einfach mal alle gruseligen Monster am Start. Oh mein Gott, dieses Villager hat es auf jeden Fall in sich. Ich gehe jetzt einfach weg, Leute. Vielleicht kann ich die irgendwie... Hier ist Lava drin. Okay. Und da sind die Villager. Schaut euch das an. Die weinen schon alle. Weg mit dir. Oh, Creeper? Oh, noch ein Creeper. Okay, Freunde, wir sehen, der soll abhauen, dieser doofe Herobrine. Der kommt immer wieder. Aber alles gut. Villager, ich hab euch gefunden. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wartet nur ab. Ich brauche irgendwie eine Spitzhacke. Alter, was ist denn los mit diesem Herobrine? Der ist ja richtig nervig. Vielleicht kann ich mich auch von oben einfach einbauen. Dann muss ich nicht diese ganze Eisenarbeit hier vor mir nehmen. So, also anscheinend waren sie nicht schlau genug, um dieses Gefängnis hier richtig abzudichten. So, dann würde ich sagen, von oben können wir uns auf jeden Fall einbauen. So, dann würde ich sagen, ich versuche die jetzt hier irgendwie rauszuholen. So, Villager, guck mal, die sind schon alle am Weinen, weil die wahrscheinlich dachten, die kommen hier nie wieder heraus. So, also einfach hier alle mitnehmen. Alle mitnehmen, was geht. Okay, kommt mit, Villager, alle mitkommen, solange wir noch Zeit haben. So, okay, sie folgen mir auf jeden Fall. Sind aber noch wahrscheinlich alle schockiert. Ja, kommt jetzt alle nacheinander. Ihr verrückt, okay. Okay, komm. So, Freunde, ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Also, wo ich am besten... Oh Gott, Herobrine immer noch. Wo wir jetzt am besten entlanglaufen, weil wir sehen dieses Horror-Villager-Dorf. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. So, Villager, kommt alle mit. Ich weiß nicht, ob hier nicht irgendwas noch versteckt ist, irgendeine Falle oder sowas. Deswegen würde ich die ganzen Villager am besten so schnell wie möglich nach Hause führen. Alter, schaut euch das mal an. Hier sind auch gar keine Villager. Das Problem ist echt, ich würde die ja alle mit ins Auto packen, aber das Auto ist ja, wie gesagt, kaputt. Dementsprechend habe ich keine Chance, die irgendwie ins Auto zu packen. Hä, aber irgendwie hat der Wagen aufgehört zu brennen. Warte mal, Moment. Das kommt mir irgendwie gerade gar nicht gut vor. Was ist denn hier los? Ich höre irgendwas zünden. Was ist denn hier? Ganz schön warm hier, ne? Jo, Pat, ich bin so am Schwitzen, das glaubt man. Es ist unfassbar, Freunde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie warm es bei euch ist. Bei mir sind es gerade 20 Grad. Und bei dir? Ja, hier 40 Grad in der prallen Sonne. Oh Gott. Freunde, denn ihr seht, wir sind einfach mal in einem Villager-Dorf unterwegs. Nicht in einem normalen, sondern in einem Wüsten-Villager-Dorf. Und wir werden heute eine ganz besondere Sache machen. Du hast gesagt, wir wollen heute gemeinsam in dieses komische Herobrine-Labyrinth gehen. Ich weiß, und ich weiß nicht, ob ihr das alle schon wisst, aber es soll so ein krasses Labyrinth in so einem XXL-Herobrine geben. Und da wollen wir heute hingehen, ne? Aber ich habe gehört, das soll echt gefährlich sein und man braucht dann Training für, ne? Ja,
aber da müssen wir halt durch. Das kriegen wir hin, Pat. Okay, lass uns mal zum Villager gehen. Der hat uns, hat mir schon erzählt, dass wir irgendwelche Waffen brauchen oder so, hat er gesagt. Ne? Also anscheinend kann man da nicht ganz normal hinkommen. Sonst, ja, hat man keine Chance. Man muss diesen Herobrine wohl auch erstmal beschwören. Also im Tempel, im Wüstentempel. Egal, wir fragen mal nach. Ich glaube, hier wohnt er. Oder ist er noch hier? Ja, da ist er, der Werner. Gut. Moin, Werner, was geht, alte Sau? Na, alles gut? Oh, hallo, ihr beiden. Ja, mir geht's super. Ich muss nur ganz kurz draußen gucken, ob meine Kinder da noch rumlaufen. Aber jetzt bin ich hier bei euch. Und zwar, ihr wollt also wirklich zum gigantischen Herobrine? Oh ja, das wollen wir. Ne, wir sind uns ziemlich sicher damit, ne? Auf jeden Fall wollen wir das. Okay, okay. Wie kommen wir da hin? Und vor allem, was müssen wir genau machen? Also ich kann euch eins sagen, ohne ein Waffentraining kommt ihr da nicht hin. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Macht erstmal das Waffentraining. Die Waffen findet ihr in der geheimen Kiste unter dem Brunnen. Und dann müsst ihr erstmal üben. Üben, was das Zeug hält. Hä, wir sind doch schon Profis eigentlich, ne? Warum üben? Ja, ich wollte gerade sagen, aber vielleicht hat er ja recht, wir sollten noch ein bisschen mit den Waffen üben, Pat. Ja, okay, okay. Dann gehen wir erstmal üben, wie du es gesagt hast. Aber wo sollen wir, er hat gesagt, Waffen unter einem Brunnen, ne? Hä, wir haben doch schon oft mit Schwertern gekämpft, das kriegen wir doch hin, hä? Ja, was ist dein Problem? Ist mein zweiter Vorname. Ehrlich, ehrlich. Warte mal, welcher Brunnen ist denn gemeint? Meint er den? Oh, lock die jetzt hier nicht hin. Das dürfen die, glaube ich, nicht sehen, die ganzen Villager. Ja. Warte mal, lass uns das hier mal abbauen oder zur Seite bauen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das hier darunter sein müsste eigentlich. Meint ihr ja? Schau mal nach. Er hat gesagt, unter dem Brunnen, ne? Unter dem Brunnen. Also ich glaube, mit so einer Spitzhacke sind wir da ein bisschen besser bei. Aber hier scheint da irgendwie... Ist eine Kiste, doch, warte mal, da ist eine Kiste, ne? Da ist eine Kiste. Warte mal, warte mal. Ich baue die mal ganz kurz ab und dann gucken wir mal nach. Finden wir... Oh, der... Oh, einmal noch hier diesen Block abbauen. So, zack. Und... Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, das sind ganz viele. Und da ist ein Schlüssel drin. Wofür ist denn dieser Schlüssel? Ja, hä? Okay. Ja. Nimm dir mal eine Waffe raus und mach das zu. Ey, guck nicht. Nicht gucken. Ja, ich nehme mir mal ein paar mehr raus hier, ne? So, zack. Ich mach das Ganze hier mal wieder so unauffällig zu. Und ich würde sagen, lass uns mal rübergehen zum Schussfeld, ne? Also anscheinend... Anscheinend müssen wir wohl hier erstmal richtig üben, weil er hat ja gesagt, bevor wir das nicht absolviert haben, dürfen wir nicht zu diesem gigantischen Herobrine hin, ne? Ja, so, Moment. Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal diese Waffe hier, diese ganz normale Waffe. Ey, schieße! Moment mal ganz kurz. Wir müssen erstmal ganz kurz gucken, wie das funktioniert. Also, erstmal hier ganz gezielt. Oh Gott, okay. Mittig und... Oh, nein, ich habe ein Schwein getroffen. Nein. Sind sie? Das war ein bisschen daneben. Nein, hör auf. Ey, sind die, hör auf. Hab ich dich getroffen? Hör auf. Nein. Okay, reicht. Warte, so. Mitte treffen. Und schon wieder daneben. Nein, schon wieder Schwein getroffen. Oh nein. Okay, sind die. Warte mal. Einmal kurz durchatmen. Warte, ich treffe jetzt die Mitte. Oh Gott. Die verzieht ja volle Kanne. Aua, mein Bein. Aua. Hilfe, Sinti, was machst du denn? Du kannst mich doch nicht einfach abschießen. Ich bin bereit. Okay, warte mal. Ich schieße jetzt auch nochmal die Mitte ab. Zack. Mitte getroffen. Oh, super getroffen. Mitte getroffen. Okay, das sieht sehr gut aus. Ich glaube doch, dass wir bereit sind. Und wirf nochmal ganz kurz die Pistole her. Einmal mit der Pistole auch noch ganz kurz üben, hätte ich gesagt. Dann hast du alles. So, zack. Einmal Mitte treffen. Bumm. Dann Mitte treffen. Bumm. Und Mitte treffen. Bumm. Okay, das war dreimal die Mitte. Das müsste doch passen, oder? Ja, ich denke schon. Das sollte ich reichen, auch, weil, ich auch. Genug habe. Okay, warte mal. Es ist eine Granate. Wirf die schnell weg. Das waren wir nicht. Oh mein Gott. Warte mal, lass mich auch mal werfen. Warte. Ganz kurz Granatentraining. Einmal entlocken, zack, und werfen. Hoppala. Oh mein Gott, schau es dir an. Alter, ist da was in die Luft gegangen. Okay, wir sind auf jeden Fall bereit, um zum Herobrine zu wandern. Okay, dann lass uns mal kurz mit dem Villager reden, was jetzt genau Sache ist. Also Villager, wir haben uns jetzt bestens vorbereitet, sowohl mit der normalen Waffe, mit Granaten, auch mit einer... Scar ist das, glaube ich. Also mit dieser Waffe hier. Was müssen wir jetzt genau tun? Ja, ich habe schon gehört. Hey, kann Sinti mal aufhören, abzuschießen? Hör auf damit, sorry, Sinti. Sorry. Okay. Also, ihr geht jetzt nämlich ins Sumpfgebiet. Seid vorsichtig. Dort wird euch ein riesen Herobrine erwarten. Und dieser Herobrine hat bestimmtes... Ey, Sinti!
Ja, was machst du da, Sinti? Hör auf, der wird voll sauer. Tut mir leid. Hör auf ja, damit, Sinti. Alter, hast du einen Knall. Ja, Junge. Komm, du machst weiter. Sorry. Oh, also, der hat dich schon angeschaut. Pack mal die Waffe weg. Bist du verrückt? Ist okay. Ja, ich bin komm hier rein. Ja. Der will mir gleich den Tipp nicht mehr halt geben. Ich bin ein Spielkind. Ja, ich weiß. Noch ein von dieser Aktion und ich sag euch gar nichts mehr. Ja, hast du gehört? Lass uns lieber jetzt richtig machen. Sorry. Also, wie sieht's jetzt aus, Villager? Wie können wir da hinkommen? Es ist relativ simpel. Ihr geht in die Sumpfgebiet, müsst da einmal durch das Herobrine Labyrinth durchgehen und dann bekommt ihr bestimmtes Material. Dieses Material nehmt ihr mit, geht in die Pyramide, beschwört Herobrine und dann werdet ihr schon sehen. Lass uns doch mal ganz kurz die Waffen mitnehmen. Oder hast du die schon mitgenommen? Ich hab alles. Okay, sehr gut. Dann müssen wir jetzt noch dieses komische Sumpfgebiet finden. Ich würde sagen, diese Richtung müsste es, glaube ich, sein. Hier dran vorbei, an diesem... Ja, das sieht gut aus. Also hier soll es irgendwo sein, oder was? Hier sind die? Ja, ich hab auch... Oh Gott, ich sehe schon. Oh mein Gott, schau es dir an. Die Bäume, die sind schon kaputt. Das sieht ja richtig gruselig aus. Redstone-Fackeln. Da ist er, Mann. Wo denn? Ja. Da oh mein Gott, warte mal. Ich sehe hier noch gar nichts. Alter, sieht aber richtig gruselig aus hier, ne? Oh ja, ich hab schon Angst. Ey, doch, da liegt er, schau's dir an. Ja, oh mein Gott, warte mal, lass mal kurz auf den Berg hochgehen. So, ja. Warte mal. Ich will das Ganze mal von oben sehen. Das muss doch bestimmt richtig gruselig aussehen, oder? Oh, safe. Okay. Safe. Aber warum? Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum will hier keiner hin? Also was ist denn so gefährlich an diesem Herobrine, Sinti? Deswegen. Wirfen wir auch mal ein paar Steine runter. Ja, Moment. Oder machen wir mal den Weg hier vernünftig. Ja, perfekt. Sehr schön. Also was soll so gefährlich sein an diesem Herobrine? Ich verstehe das irgendwie nicht. Nichts ist für uns so gefährlich. Die anderen sind einfach schwach. Okay. Warte mal, so bitte die andere Richtung. Alter, der sieht ja geisteskrank aus. Da bekommt man ja richtig Angst bei dem Anblick, Sinti. Oh, Alter Schwede, aber wie kommen wir da jetzt genau rein? Wurde da irgendein Tipp gegeben? Ein geheimer Eingang oder sowas. Also ich habe ja einen Schlüssel bekommen aus der Kiste, ne? Den habe ich mitgenommen. Hat der was damit zu tun? Wir probieren es, wir finden es raus, oder? Okay, lass uns einfach mal reingehen, würde ich sagen. Also ich muss sagen, es macht mir echt Angst hier, ne? Zuck auf jeden Fall schon mal deine Waffe, weil ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt doch irgendwas hier herauskommt, so gefährliche Monster oder sowas, ne? Gefährliche Hühnchen! Gefährliche Hühnchen sind hier! Oh Gott, ich seh's, aber alles gut, okay, sind die... Schieß lieber ab, ne? Nicht, dass wir eingegriffen werden. Hier ist ein Türpad, Alter! Oh ja, ich seh's gerade, okay. Dann würde ich sagen, sind die... Ey, hör auf, mich abzuschießen! So, okay, ich mach mal die Tür auf. Und klappt's? Ja, warte mal. Wir müssen den Schlüssel, glaube ich, kombinieren, Sinti, mit deinem. Wirf mal den richtigen Schlüssel hin. Ich hab den richtigen geschickt. So, perfekt. Warte mal. Und... Ja. Klappt? Ja, aber wir brauchen noch einen Knopf. Warte mal, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal du so ein... Holz craften. Ja, genau. Wir nehmen einfach mal von dem Baum ein bisschen was weg, würde ich sagen. So, zack. Einfach hier mal wegnehmen, würde ich sagen. Und dann... Machen wir uns hier so einen Knopf. Ich weiß, es wird dunkel, aber du musst hier echt Rückendeckung halten. Das ist wichtig. Okay, es geht. Sinti, komm rein. Ah, warte mal, Sinti. Komm mal rein, genau. Ich muss noch einen zweiten Knopf machen. Das ist ganz wichtig. Komm hier rein. So, zack. Okay, sehr gut. Okay. Also, ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt gerade nichts. Das ist ein Labyrinth. Schau dich mal ein bisschen um. Es ist wirklich ein Labyrinth, ne? Ich hab eine Kiste gefunden. Ehrlich, was ist hier drin? Zwei Lava. Okay, nehmen wir es mal mit. Anscheinend sollen das ja, glaube ich, die Zutaten sein, um Herobrine zu beschwören, ne? Die Sachen, die ja hier drin sind. Zumindest hat das der Villager gesagt, ne? Aber hier ist irgendwie nichts drin in dieser Kiste gewesen. Hast du noch irgendwelche Kisten gefunden? Nee, ich suche und suche, aber ich glaube, ich habe mich schon verlaufen hier. Hä, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist denn hier... Warte mal, da ist eine Trollkiste. Hier, ich habe eine Kiste gefunden. Und was war da drin? Vier Goldblöcke? Doch, das ist gut. Warte mal, wo bist du? Oh ja, perfekt. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt vier Lava-Eimer, wir haben vier Goldblöcke, aber es muss noch was sein. So ein Herobrine-Beschwörungsaltar, meinte, habe ich mal gehört, dass man ihn damit beschwören kann. Vergiss nicht, die Fackeln abzuchecken. Die Fackeln waren manchmal so... Ich hab's hier, da war mal. Was? Ja, das ist er. Das ist dieser Herobrine-Altar, von dem ich gesprochen habe. Zeig mal, Alter. Da ist er, der Altar. Den meinte ich. Nicht platzieren. Einfach genau. Hier jetzt platziert, nein, hör auf. Okay, ich lass es.
Alter, das wäre krass gewesen, hättest du das gemacht. Okay. Okay, gut. Das heißt, uns fehlt, glaube ich, nur noch Redstone-Fackeln. Aber die waren draußen. Die können wir uns von draußen schnappen. Das soll kein Problem sein. Ja, genau. Die sollten wohl hier in diesem Sumpfgebiet sein. Aber aktuell sieht es jetzt noch nicht so aus, als wäre hier irgendwas Krasses gewesen. Zuck du am besten auch deine Waffe, ne? Ganz wichtig. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Ich hab alles im Auge hier. Genau. Und wir nehmen. Alter! Wer war das? Hast du mich nicht abgeschossen? Vielleicht. Sinti, du kriegst mich immer wieder. Okay, aber Sinti, komm, wir müssen jetzt ernst machen. Wir müssen hier nämlich wirklich nach Redstone-Fackeln suchen. Ich glaube, eine haben wir schon gefunden, aber hier vorne müssten eigentlich noch mehr sein. Zwei hast du schon? Da vorne. Da ist noch eine. Guck mal, warte mal. Noch ein, zack, die zweite. Die dritte. Und... was ist mit der vierten? Vielleicht finden wir die auch erst in der Pyramide, ne? Kann das vielleicht sein? Vielleicht. Weil wir müssen ja noch in die Pyramide reingehen, ne? Stimmt, das kommt ja auch. Ich sehe jetzt. Ah, nein, warte mal, hier ist was. Sehr gut, sehr gut. Vier. Okay, das heißt, wir brauchen nur noch Netherrack und das bekommen wir bestimmt in der Pyramide. Dann lass uns mal zur Pyramide gehen und dann Herobrine endgültig beschwören. Oh, ich bin so gespannt. Ich auch. Also ich muss auch sagen, ich verstehe noch so gar nicht, warum wir eigentlich diese Waffen brauchen. Oh, warte mal hier. Guck mal, da ist sogar Netherrack. Wir sind auf dem richtigen Weg, immer so ein bisschen mit. Reicht eigentlich schon aus. Also ich wollte gerade sagen, ich verstehe so gar nicht, warum wir Waffen benötigen, weil aktuell, guck mal, hier ist alles friedlich. Ich meine, klar, es ist ein bisschen dunkel, ein bisschen gruselig und da haben wir die Pyramide. Guck mal, da ist die Pyramide, sehr, sehr schön. Genau, aber irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Und guck mal, die ist sogar eingegraben. Das heißt, wir müssen uns hier so ein bisschen runtergraben. So, zack, warte mal. Und hier müsste es sein, Sinti, hier müsste es sein. Das müsste der Punkt sein, wo wir das Ganze beschwören müssen. So, dann würde ich sagen, Sinti, wir müssen hier nochmal ein bisschen Platz machen. Zack, okay, dass hier auch die Lava nicht wegfließen kann, ne? Genau, halt mal ein bisschen Aussicht, so zack. Hier auch nochmal das Ganze so zubauen. Aber glaubst du, das wird funktionieren mit Herobrine? Ja, natürlich, Pat. Der Villager hat das bestimmt nicht veräppelt. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, Herobrine ist ja eine richtige Legende, das weißt du schon, ne? Ja, natürlich. Es ist die größte Minecraft-Legende, die es gibt. Total. Okay, Sinti, dann würde ich sagen, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie war das nochmal? War das so mit dem... Oh, vielleicht müssen wir es zweimal machen. Also, Gold hierhin. Lava-Eimer werden jetzt nacheinander platziert. So, zack. Natürlich keine Ecke hier vergessen, ne? Ganz, ganz wichtig. So, Netherrack hier. Und jetzt der Altar. Sinti, wenn... Oh, nee, warte mal, stimmt gar nicht. Redstone-Fackeln. Ganz wichtig, Redstone-Fackeln. Wenn es funktioniert, Sinti, müsste jetzt gleich einen Blitz einschlagen. Und es müsste sich wohl irgendwas tun. Was genau, ich weiß es nicht. Sinti, nimm die Waffe lieber in die Hand. Und zählen wir runter. 3, 2, 1. Und, warte mal, fehlt hier noch eine Redstone? Sinti, wir haben voll vergessen, dass wir diesen verfluchten Diamanten brauchen. Der muss sich hier im unteren Bereich von der Pyramide befinden, eigentlich. So, pass bloß auf, dass wir jetzt hier nicht die Falle auslösen. Hier sind aber auch Schlösser dran, glaube ich. Hier sind überall Schlösser dran. Warte mal, gib mal, wir machen es anders. Oh Gott, bloß den Block hier wegnehmen. Brauchst du Leitern oder was brauchst du? Ich brauche eine Fackel brauche ich. Aber was? Einfach eine normale Fackel, ich muss was sehen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Oh Gott, du hast die fast auf die Pressure Plate geworfen. Das hätte auch anders ausgehen können. So, okay. Pressure Plate erstmal ganz vorsichtig jetzt hier abbauen. Wir bauen die Kiste einfach ab. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Also mit Abbauen kommen wir hier irgendwie doch nicht so weiter, sehe ich gerade. Aber warte mal, ich habe da einen Schlüssel. Ja, perfekt, der Schlüssel passt überall rein. Sehr gut. Aber ich sehe jetzt hier keinen... Diamanten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Warte mal, hier noch einmal aufmachen. Da ist kein Diamant. Da ist er! Hast du ihn? Ich hab ihn. Guck mal hier. Sinti, schau's dir an. Da ist er. Der verfluchte Diamant. Alter Schwede. Junge, sieht der verrückt aus. Einfach ein violetter Diamant. Okay, den müssen wir anscheinend da draufhauen. So, ich bin so gespannt, Sinti. Zuck schon mal die Waffe, ne? Zuck schon mal die Waffe. Sehr gut. Ich bin so bereit. So, zack. Also, ich würde sagen, wir... machen das Ganze jetzt hier ready. Zieh runter, Sinti, zieh du runter. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott! Es hat funktioniert! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es hat der Blitz Wo ist Herobrine? Vielleicht draußen. Ist hier irgendwas passiert? Ja, lass uns rausgehen, oder? Aber
Hier ist nichts passiert, sind sie? Draußen vielleicht. Pat. Warte, wir gehen mal raus. Aber ich bräuchte auf jeden Fall noch mal ein paar Waffen, sind sie. Gib mir noch mal ganz kurz die Scar. Die Scar brauche ich mehrere Male auf jeden Fall. Mehrere Male, genau. Ich kann dir auch die Bazooka geben. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich schmeiß mal die anderen Leeren weg. Ich hab nämlich ein bisschen Schiss, dass uns jetzt was draußen erwarten wird. Bevor wir aber rausgehen, gib noch mal was zu essen. Oh mein Gott, da ist so ein Häschen. Oh Gott, aber das Häschen ist, glaube ich, noch mal... Okay, es hat sich selbst getötet. Okay. Okay, wir gehen mal raus. Gucken wir, ob da irgendwas komisches ist. Sind die? Okay, pass auf. Oh mein Gott. Was ist das? Ein Schaf? Ganz mal ein Schaf, ne? Oder? Sind die? Was ist hier los? Ey! Sind die? Was geht hier ab? Hilfe! Was ist hier los? Oh mein Gott! Da sind ganz viele gefährliche Mobs. Die haben alle weiße Augen. Sind die? Schieß die ab! Alter! Ich glaube, die Luft ist erstmal rein. Alter, die haben alle weiße Augen, so hier in meinen Augen. Oh mein Gott, die greifen uns an! Hilfe, sind die, Hilfe, hilf mir! Haut ab, ihr komischen Augen! Hilfe, sind die! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Sind die? Das geht so nicht! Hilfe, die greifen mich alle an! Minigun, Bazooka! Hilfe! Sind die? Die sind stärker, als ich gedacht hätte! Die sind stärker, als ich gedacht hätte! Oh mein Gott, Minigun, ich zücke jetzt die Minigun. Es geht nicht anders. Komm, sind sie. Ist hier noch ein Herobrine oder so? Guck mal, ich hab hier... Oh Gott! Die sind doch... Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Wir werden von allen Seiten. Oh mein Gott, von allen Seiten. Was war das denn? Das war Herobrine, sind sie. Das war Herobrine, ich hab's gesehen. Hier haben alle Monster haben plötzlich einfach weiße Augen bekommen. Da ist ein Village. Schieß die Village ab. Oh mein Gott. Alter, da kommt noch mehr Villager. Schieß sie ab, sind die. Oh mein Gott. Es hat sich alles verändert. Wir müssen weg. Hier ist voll die Apokalypse ausgebrochen, sind sie. Alter, seitdem wir diesen Herobrine beschwört haben. Oh mein Gott. Weg mit dir. Oh mein Gott, sind die. Okay. Es geht so krass ab, ey. Alter Schwede. Freunde, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir müssen zum Villager-Dorf zurückkehren. Wir müssen fragen, wie wir das Ganze wieder in Gleichgewicht bekommen, Sinti. Ich muss es wissen. Wir müssen es wieder rückgängig machen. Das war keine gute Idee. Okay, Sinti, pass auf hinter dir. Das sind wieder Zombies. Oh mein Gott, und auch Pferde. Das sind böse Pferde. Weiße Augen. Okay, aber hier müsste es eigentlich sein, das Villager-Dorf. Ich denke mal, der Villager kann es helfen. Was für Staturen? Wovon redest du? Herobrine, oh mein Gott, er kommt auf uns zu. Schieß, oh mein Gott. Das sind so Herobrine-Statuen, die meinst du? Ja. Was? Herobrine hat, glaube ich, das Dorf hier erobert. Siehst du das? Ja, er kommt, guck. Alter Schwede, was ist passiert, Sinti? Oh mein Gott, hier sind ganz viele. Villager. Da sind ganz viele. Diese Villager, die Villager wurden auch alle infiziert. Und was ist mit dem Was ist denn mit diesem Villager-Dorf hier platziert? Schau es dir an, überall. Sinti, was passiert hier mit mir? Ich sehe gar nichts. Es dreht sich alles. Was ist passiert? Sinti, Herobrine hat mich im Fokus. Ich sehe gar nichts mehr. Es dreht sich alles bei mir. Oh mein Gott. Okay, Sinti, also ich glaube, das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Wir müssen weg. Das macht keinen Sinn. Oh, hier ist ein Schild. Guck dir dieses Schild an hier. Oh Gott, Herobrine kam schon wieder angerannt. Oh Gott, Hilfe!